Wir braten jetzt ein Spiegelei. Für ein Spiegelei reicht die kleinste Pfanne. Zuerst gebe ich etwas Butter hinein. Lass diese Butter schön gleichmäßig verlaufen. Und gebe auch gleich etwas Salz unten in den Pfannenboden. Nun schlage ich das Ei dazu. Und auch wieder bei schwacher Hitze lasse ich dieses Ei erstmal stocken. Auf das Ei gebe ich kein Salz. Die Salzkristalle würden die schöne glänzende Oberfläche vom Eigelb zerstören.